Leb wohl. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Diablo 2 in meinem Retro-Spezial. Wir sind in Akt 2 unterwegs und zwar die letzte Quest haben wir in dieser Folge. Die sieben Gräber, das Symbol des Warengrabes von Tal Rasha. Wer die letzten Folgen verpasst hat, einfach die letzten Folgen am besten nachschauen, damit man mit der Story dementsprechend vertraut ist. Ich werde das Ganze jetzt nicht komplett wiederholen. Wir suchen uns jetzt einmal die Gräber, das heißt, wir werden jetzt hier einmal, ja, das Grab suchen, das dieses Sternsymbol hat. Nebenbei noch ein paar Gegner mit töten auf jeden Fall. Wir sind ja ganz gut unterwegs, vor allem Heiltränke und Mana-Tränke alles mitnehmen, was irgendwie nur geht. Und ja, mittlerweile sind wir auch wirklich ein Hammerdien und machen dementsprechend auch ordentlich Schaden. Was ist denn das für eine eklige Farbe, das Nest? Ah, und ich komme nicht ran mit dem Hammer. Ja, wir haben jetzt hier die Gräber an der Seite, die können überall, also die Gräber sind immer unterschiedlich angeordnet. Wir suchen jetzt dementsprechend das Grab mit dem, ja, mit dem Stern letztendlich, mit dem Sternsymbol. Das ist nämlich das richtige Grab, alle anderen Gräber beinhalten nur starke Gegner, sind aber die falschen. Ah, Mond, okay, auch falsch. Okay, und hier sind wir schon am Ende. Dann können wir eigentlich direkt, ja, komm. Man sollte zwar wieder jede Leiche umdrehen, ich will aber gar nicht. Ah, die Katzen. Wo ist denn Visala? Oh, ich sehe sie nicht mehr auf der Karte. Sind hin? Mal, es ist ja auf der, wird ja auch auf der Karte angezeigt. Wo ist sie denn? Visala? Ah, da. Nachgespawnt irgendwie, ganz hinten. Aber die halten schon ordentlich viel aus, die Gegner. Aber wir sind auch am Ende jetzt von Akt 2 dann nämlich schon. Und das ist schon... Hier sind wir richtig. So, wir sehen jetzt hier an der Seite das Symbol. Und hier ist dieses, ja, Sonnensternsymbol. Ist dementsprechend das richtige Grab. Das heißt, das hier ist das richtige. Das Grab ist relativ groß. Wir müssen jetzt schauen, dass wir die Kammer finden von Tal Rasha, wo wir dann den Stab einsetzen können. Das würde jetzt die nächste Aufgabe von uns sein. Hier nehmen wir aber alles mit, was irgendwie ja, so geht. Oh, okay, die ersten Elite-Hexen. Blaue zumindest. Ah, geht mehr weg von der Wand. Einmal bitte in die... Ah, weg von der... Ja, toll, hinten im letzten Winkel versteckt. Ich erwische die trotzdem. Es hakt heute ein bisschen das Spiel. Es hakt echt ein bisschen das Spiel. So, Mana-Trank können wir gleich mal nehmen. So, die Uhren. Da kann jeweils echt geiles Zeug drin sein. Wir nehmen mal... Ja, Durchmesser nehmen wir auch mal mit. Ah, da waren jetzt zum Pfeilen und Bolzen drin. 600 Gold mittlerweile und es droppt halt auch immer mehr Gold. Deswegen, so kleinen Beträge nehme ich gar nicht mehr mit. Wir kriegen letztendlich wirklich sehr, sehr, sehr viel Gold und man muss sich jeden kleinen Betrag mitnehmen. Auch wenn man eigentlich, da war eine Falle. Auch wenn man fast jeden mit, also es wäre sinnvoll natürlich alles mitzunehmen. Es ist ein Rollenspiel, wo man Items sammelt. Man muss es auch nicht übertreiben. So. Was? Darabin. Ja, ordentlich Blitz. Wir haben leider, wir haben eine 61 Giftwiderstand. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Eben fast weg. Wir haben 61 Giftwiderstand, aber fast kein Blitzwiderstand leider. Ja, 61, das ist mega geil. Also das Gift, ja, man sieht, es stört eigentlich gar nicht mehr, das Gift. Also durch Gift können wir einfach durchlaufen, das ist wirklich komplett uninteressant. Das zieht uns fast gar nichts mehr ab, nur mit den anderen, Ernsthaft, das ging jetzt schnell. Das ist die Kammer, die wir brauchen. Hier muss der Stab rein. Das ging jetzt echt, das ging jetzt mega schnell. Okay. Habe ich da gerade... Irgendwie hat es sich so angehört, wie wenn gerade ein Diamant getroppt wäre. Ist aber nicht. Krass. Unmöglich. Ja, ja, ja. Ihr weiß. Wir brauchen erst den Stab. Krass. Das ging jetzt... Das war auf Anhieb. Wie wenn ich wüsste, dass es da ist. Wusste ich natürlich nicht. Krass. Einmal Glück im Leben. Einmal Glück in der Folge. Dann wird es eine kurze Folge. Okay. Wir bauen jetzt den Stab zusammen. Das heißt, wir nehmen einmal das Amulett und den Stab in den Horadrim-Würfel. Drücken einmal hier auf Verwandeln. Der Horadrim-Stab. Könnte man übrigens auch als Waffe nehmen. Extrem coole Waffe eigentlich. Auch Leben, Mana plus 10, 50 Angriffsgeschwindigkeit erhöht und Widerstände 10 und Giftwiderstand 36 und 50% Schaden an Untoten. Mega cooles Teil eigentlich. Wir haben auch mittlerweile 3 Eldruhen. Wenn wir die 3 Eldruhen hier dementsprechend in den Horadrim-Würfel packen, kriegen wir die nächsthöhere, nämlich eine Tierrune, Level 13. Benötigt Level 13, steht ganz unten. Und sie gibt 2 zu Mana nach jedem Volltreffer. Eigentlich gar nicht so verkehrt.
Und ja, so kann man dann dementsprechend nämlich auch die Rune upgraden. Aber wir haben sogar hier schon eine Ral, die ist Stufe 19, also schon eine sehr hohe, also wirklich schon recht hoch von der Stufe her. Zumindest hoch für uns im Moment noch. Wir müssen uns nichts vormachen, das ist immer noch scheiße. Aber für uns passt schon. Wir sind selber erst Level 20 oder so. So, das Ding hier können wir verkaufen. Das behalten wir den Großen, der hat nämlich 20 plus Mana. Die werde ich unglaublich gern behalten. So, Heidringe haben wir mehr als genug im Moment. Beziehungsweise, ich sollte vielleicht eher noch ein paar Heidringe mitnehmen. Wobei, der macht, glaube ich, auch relativ viel Giftschaden, der Gute, der uns... Also, es würde uns jetzt der Endboss erwarten. So viel kann ich ja schon mal verraten. Und das wird jetzt nochmal haarig. Deswegen ist es auch wahrscheinlich gut, wenn ich hier ein Sicherheits-Town-Portal offen lasse, also ein Sicherheits-TP, TP für Town-Portal, damit wir dementsprechend hier, falls wir sterben sollten, hier wieder reingehen können und unsere Leiche holen können. Denn unsere ganzen Items sind mit der Leiche dann nämlich weg. So, Stab haben wir, Stab hier rein und dann genießen wir die Lichtershow. Ah, ah ja. Erdbeben! Bingo! Ja, der Stab ist jetzt leider allerdings weg. Das heißt, den haben wir oder sehen wir nie wieder. Egal, wir probieren es ohne Amulett. Ich habe das Amulett vergessen. Ach, egal. So, die Öffnung ist auf, beziehungsweise Tal Raschas Kammer. Jetzt erwartet uns der Endboss von Akt 2. Wir haben hier dementsprechend die Quest abgeschlossen, weil wir jetzt den Stab komplett hier rein haben. Und wir sind im Grab. Und jetzt haben wir Tal Raschas Kammer. Jetzt kommt der Endboss von Akt 2. Schauen wir mal, wie es so läuft. Wir können hier einmal unser... nee, Niederstrecken haben wir noch gar nicht. Schade ist, dass wir noch nicht hier dementsprechend den heiligen Schild haben. Aber den kriegen wir ab Level 24. Wir sind Level 20. Okay, das dauert noch. So, Aura an, Hammer. Visala wird draufgehen und zwar relativ zügig. Aber sie verschafft uns hoffentlich ein kleines bisschen Zeit. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Schaden 73, 84, eigentlich ganz gut. Los geht's. Da ist er, Tyriel. Ach du Scheiße. Lauf! Lauf! Ja, unser Leben ist gerade weg. Nicht Eisen. Weiß Viech. Alter, okay, das wird ein langer Kampf. Er muss durch unser Hammer halt durch. Damit kann ich jetzt noch nicht. Na! Au! Lass das! Wow! 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 Das war knapp! Boah, das ist ein beliebter Trick. Also ein bisschen wegrennen und so weiter. Alter! Wir haben 223 Leben, das ist echt nicht wenig. Das sieht man mal, wie der reinhaut. Alter Schwede. Vor allem unsere Energie ist gar nicht... Ich habe die Heiltränke genommen wie Tic-Tacs und nichts ist passiert. Boah, der war knapp. Okay. Seid gegrüßt. Boah. So, wir haben ihn aber bei drei Viertel ungefähr. Unser anderes Portal ist jetzt oben drin übrigens verschwunden, weil wir jetzt das hier wieder haben. Wir probieren es jetzt aber nochmal. Ich hoffe, dass wir es schaffen und nicht draufgehen, sonst wäre es fatal. Sicherheitszaunportal lasse ich jetzt mal weg. Hoffentlich kriegen wir es hin. Zala lebt sogar noch. So, ich kann schon mal gleich einen nehmen. Boah. Okay. Ah, wir haben. Ich kriege ich. Ja, aber nur gelbe Gegenstände. Tyriel haben wir besiegt. Und überall kommen Maden raus. Das ist so widerlich. Ich bin überladen. Oh ja, und hier müssen wir zweimal her. So, übrigens, wenn man über die großen Maden drüber läuft, platzt nicht sogar. War das, kann man das mal zeigen? Ich würde das noch gerne mal zeigen. Da, jetzt bin ich draufgedreht und jetzt ist es kaputt. Erforsche sie Tal Raschas Grab, sollen wir jetzt dementsprechend machen. So, wir können hier mal, ich würde gerne eigentlich alles gleich mitnehmen. Langschwert. Okay. Ja, leider nur gelbe Gegenstände. Leider Gottes nichts. Ich hoffe, dass...
Guten Tag. Ah, Gott sei Dank. Okay, wir haben es noch nicht ganz abgeschlossen. Wir müssen das gerade noch forschen. Aber wir haben den Endboss bereits besiegt. 22 bis 52 Schaden, aber Zweihand. Das ist blöd. Wir brauchen nach wie vor ein Schild zum Blocken. Das heißt, das kann weg. Dreizack werden wir niemals benutzen. Kann weg. Wow. 89. Schnellerhöhung nach Treffern. Verbesserte Verteidigungsstärke. Leben, Mana, Feuerwiderstand 9. Hier sind zwar die Widerstände besser, aber wir nehmen ordentlich Rüstung dadurch auf. Wir haben endlich eine neue, richtig, richtig gute Rüstung. Sehr cool. Wenigstens ein neues Item mal gekriegt. Ein gescheites. So. Dann erforschen wir mal weiter das Grab. Visala hat sogar überlebt. Glückwunsch, meine Dame. Glückwunsch. Normalerweise stirbt die immer. Sobald sie einmal angegriffen... Also ich wurde Gott sei Dank nur angegriffen. Hätte man sie einmal angegriffen, wär's das. So, die Zwischensequenz schneide ich wieder rein. Ein Engel! Tyrael! Über den haben wir schon einiges gehört. Sprechen wir mal mit dem guten Mann. Hallo. Hallo. Sterblicher, ich danke dir für meine Freiheit. Aber ich habe dich früher erwartet. Ich bin der Erzengel Tyrael. Ich bin hergekommen, um zu verhindern, dass Diablo seinen Bruder Baal befreit. Doch ich habe versagt. Nun ziehen Schrecken und Zerstörung frei durch die Welt. In diesem Augenblick sind sie nach Kurast unterwegs, der Hauptstadt des Ostens. Zum Herzen des Zakarum-Tempels. Sie hoffen dort Mephisto zu finden, ihren ältesten Bruder, den Herrn des Hasses, der vor Jahrhunderten dort eingesperrt wurde. Wenn die drei großen Übel sich vereinen, sind sie unüberwindbar. Zwar ist unklar, welche Ziele sie verfolgen, aber sie müssen um jeden Preis aufgehalten werden. Ich bin gebrochen. Und die Energie, die mich an diese Welt bindet, schwindet rapide. Du musst meine Aufgabe vollenden und verhindern, dass die drei Brüder sich vereinen. Du musst über das Meer reisen und Diablo und Baal in Kurast suchen. Jetzt spute dich, Sterblicher. Für uns alle wird die Zeit knapp. So, das heißt, Diablo war schneller und konnte Baal dementsprechend hier befreien. Der war hier in der Mitte. Können wir da hin? Ne, können wir nicht. Der war hier angekettet. Das haben wir in der Zwischensequenz gesehen. Die Zwischensequenz, die für Akt 3, werde ich dementsprechend wieder reinschneiden in die Folge. Keine Sorge. Das seht ihr dann dementsprechend auch in voller Länge. Und ja, okay. Sprechen Sie mit Cherim. Der kann uns nämlich dann in den nächsten Akt fahren, wo wir jetzt mitbekommen haben. Und ja, wir müssen jetzt Baal und die Diablo mittlerweile verfolgen. Mittlerweile haben wir nicht nur Diablo, sondern eben auch Baal und Diablo, die zusammen unterwegs sind. Und jetzt zu Mephisto unterwegs sind in Akt 3 dementsprechend. Und ja, leider ist hier drin... Ich zeige nochmal ganz kurz... Ich werde Tal Rashas Opfer ehren, indem ich alle großen Übel vernichte. So ist es. Das werden wir tun. So, wir können uns hier mal das Grab noch angucken, aber es ist relativ unspektakulär. Es gibt hier leider keine Loot-Truhen oder sonst was. Es gibt nur diesen großen Kreis in der Mitte, wo eben Baal festgekettet war an diesem Monolith, würde ich es mal nennen wollen. Oder was auch immer das darstellen soll, das Steinchen hier. Da kommen wir leider jetzt trotzdem in den Türrail, ist gerade gegangen. Den werden wir aber wiedersehen. Und ja, jetzt geht's dann zurück nach Loot-Gulane und dann geht's in Akt 3 nämlich. So, aber wir reden jetzt erstmal mit allen. Ihr habt bewiesen, dass ihr der größte aller Helden seid. Es ist mir eine Ehre, mit euch befreundet zu sein. Danke, dass ihr unserem Leben wieder Frieden gegeben habt. I am the champion. Ja, ganz fertig sind wir noch nicht. Ganz so feiern müssen wir uns noch nicht. So, wir reden jetzt einmal wieder mit allen. Zum Abschluss würde ich sagen. Das ist ein schwerer Rückschlag. Warum nur musste Tal Rashas von Baals vernichtendem Einfluss verzehrt werden? Die Horadrim kannten viele Geheimnisse, die Baal nun gegen uns einsetzen könnte. Ihr müsst nach Osten reisen, über das Meer, nach Kurast. Und Diablo und Baal aufhalten, bevor sie ihren ältesten Bruder Mephisto befreien. Die Länder im Reich des Ostens sind nicht mehr, was sie einmal waren. Man hat lange nichts mehr von dort gehört. Schnelligkeit ist alles. Sputet euch! Möge euch das Schicksal Holz sein! Hoffen wir's. So, dann schauen wir mal, was der Rest noch zu sagen hat. Dann nehmen wir alle mit und dann, ja, gehen wir in Akt 3 erst. Wenn ihr Hilfe gebrauchen... die sieben... Oh, der will gar nicht... Hallo, ich hab hier... Hallo? Ich hab hier Tal Rashas das Grab gerade gefunden. Der will gar nicht mit uns reden. Der auch nicht. Hey, was ist mit dir los? Nö, von dir kaufe ich nix. Hallo, wie wär's mit Glückwünsche oder ein kleiner Dank oder sonst irgendwas? Oder ein Brief? Seid gegrüßt.
Ihr habt eure Sache sehr gut gemacht. Wenige hätten so weit kommen, geschweige denn das wahre Grab von Tal Rasha finden können. Bedauerlicherweise habe ich gehört, dass Diablo und Baal eurem Zugriff entronnen sind. Das ist höchst bedauerlich. Ach so, selber. Falls ihr nach Osten reisen wollt, nun, ich habe Mechschiff Erlaubnis gegeben, euch auf dem Seeweg zu befördern. Ich könnte mir denken, dass ihr kaum noch erwarten kann, endlich aufzubrechen. Viel Glück bei eurer Suche und nochmals danke, dass ihr meine geliebte Stadt gerettet habt. Ihr werdet in Lut Golain stets willkommen sein. Jetzt hat das Ruder aber nochmal gerade rumgerissen, sonst hätte ich ihm hier einen Hammer reingedrückt, mein Freund. So, sprechen Sie mit Mechschiff, der wird uns hier dementsprechend durch die Gegend fahren. Oh, wir haben noch ein paar Leute auf unserer Liste. Hallo. Tut mir leid, dass es nicht so gekommen ist, wie ihr gehofft hattet. Geht und denkt stets mit Freude an uns. Wisst ihr, ihr habt mich weniger genervt als die meisten. Ah, der Alte ist am coolsten. Das sind schreckliche Neuigkeiten. Baal ist eines der mächtigsten Magier der Menschen habhaft geworden und der Herr des Schreckens leitet seine Schritte. Sie müssen aufgehalten werden, denn ich bin sicher, sie wollen ihren älteren Bruder Mephisto befreien, den Herrn des Hasses, der unter der verderbten Stadt Kurast gefangen ist. Ich fürchte, ihr geht einem gewaltigen Übel entgegen, aber euer Glaube kann euch retten. Möget ihr stets im Lichte gehen. Vielen Dank. So, der Wichtigste, Deckard Cain. Der Erzengel Tyrael war derjenige, der den Horadrim vor 260 Jahren die Seelensteine gegeben hat. Es ist höchst ungewöhnlich, dass die Mächte des Himmels so direkt in das Schicksal der Menschen eingreifen. Aber man sagt, dass Tyrael auf eigene Faust gehandelt hat. Warum? Das haben wir nie herausfinden können. Möglicherweise tut er es gegen die Zustimmung des Himmels, weil er bezweifelt, dass wir uns selbst verteidigen können. Vielleicht scheint ihm die Bedrohung auch größer zu sein als seinen Herren und Meistern. Die Taten der Hölle sind meist schnurgerade auf Zerstörung ausgerichtet, aber die Motive des Himmels sind unergründlich. Und nun sputet euch. Diablo und Baal müssen aufgehalten werden, ehe sie mit ihrem Bruder Mephisto zusammentreffen können. Wenn sich die drei großen Übel wieder vereinen, bedeutet dies das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Ich werde mich beeilen, mein Freund. Ich werde mich beeilen. So, Amulett, wir nehmen jetzt... wir nehmen das mit Feuerwiderstand und Leben. Es ist prinzipiell trotzdem besser als das andere, was wir jetzt hier haben. Das werden wir auch. Wir werden es verkaufen. So, das machen wir mal schnell. Und hör zu. Brauchen wir nicht. Ja, bringt leider auch nichts, dass die Keule trotz... Das hatte zwei Sockel. Ja, bringt aber trotzdem nichts. Das ist unsere Keule trotzdem besser. Selbst mit den Sockeln. Selbst wenn ich da was reingepackt hätte. So, auf in Akt 3, würde ich sagen. Wo ist Mechschiff? Da ist er. Seid gegrüßt. Ich bin Mechschiff, Captain dieses Schiffes hier. Ich steuere die Häfen des Zwillingsmeeres an und gelegentlich Königshafen in Westmark. Aber in letzter Zeit bin ich nicht gesegelt. Jerin hat mir befohlen, für Notfälle hier vor Anker zu bleiben. Es ist ein Notfall. Jerin sagt mir, ich soll euch nach Osten bringen, nach Kurast. Ich war seit einigen Jahren nicht mehr dort, aber Gerüchten zufolge soll es schlimm sein. Na super. Quest abgeschlossen. So, damit haben wir alle Quests in Akt 1 und Akt 2 erledigt und dann geht's auf zu Akt Nummer 3, würde ich sagen. Mein Gefährte sog die klamme, kalte Luft der Gruft ein. Sie schien ihm Kraft zu geben. Ich stand unter der Tür, zwischen Licht und Dunkel. Der letzte Rest meiner Vernunft beschwor mich, nicht einzutreten. Aber diese Stimme war jetzt nur noch ein Flüstern. Als wir tiefer und tiefer in die Gruft eindrangen, bemerkte ich eine Veränderung an meinem Gefährten. Er schien kräftiger zu werden. Ich konnte in der Dunkelheit kaum etwas sehen, aber mein Gefährte schien den Weg zu kennen.
Schließlich kamen wir zu einer großen Halle. Dass ich mich die ganze Zeit geirrt hatte. Mein Gefährte hatte keine Kraft gewonnen. Er hatte den letzten Rest seiner Menschlichkeit verloren. Er bewegte sich mit dämonischer Schnelligkeit. Und dann seid ihr aufgetaucht. Halt! Die hier gefangene Bestie darf nicht befreit werden. Nicht einmal von euch. Dieser Welt besiegelt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ihr heute angerichtet habt. Geht zum Tempel des Lichts im Osten, in Kurast. Dort wird euch die Höllenpforte aufgetan werden. Ihr müsst den Mut aufbringen, durch diese Pforte zu treten, Marius. Bringt den Stein in eurer Hand zur Höllenschmiede, wo er zerstört werden wird. Jetzt lauft! Nehmt den Stein und lauft! Wahl. Ich lief. Guten Tag. So, Akt Nummer 3 werden wir uns dementsprechend dann in der nächsten Folge anschauen. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In Akt 3 werden dann uns hier einmal umgucken, wie man sieht, wir sind in einem Sumpfgebiet gelandet. Das Zeug habe ich hoffentlich alles passend reingeschnitten. Wenn dem so ist, bitte ein Gefällt mir da lassen. Wenn euch die Folge gefallen hat, auch unbedingt ein Gefällt mir da lassen. Und abonnieren, falls noch nicht abonniert, meinen Kanal. Dann dementsprechend jetzt das Ganze tun. Tut auch nicht weh und mir hilft es wirklich ungemein weiter, die 1000 Abonnenten zu knacken. Das ist mein oberstes Ziel dieses Jahr. Dieses Jahr möchte ich gerne noch die 1000 knacken. Wir haben noch ein bisschen hin. Ich hoffe, dass ich es hinkriege. Und ja, vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge bei Diablo 2. Und dann schauen wir mal, was Diablo so macht.